Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, was mir gerade sehr gelegen kommt, denn ich habe Hunger. Das hier ist die Upsala Degusta-Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Dezember hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox und die wird mir in einer Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und ich habe auch deswegen einen Code für euch. Der ist ein bisschen kryptisch, aber damit spart ihr ein bisschen auf eure erste Box. Die kostet 15,99 € und die erscheint jeden Monat. Genau, die erscheint immer so um den Dreh, ja, zum 15. würde ich mal so sagen. Ne? Wir haben jetzt heute den 15.12. Also die ist gestern gekommen am 14.12. Und ich habe Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Es ist jetzt 19.28 Uhr. Es ist Abendbrotzeit und ich habe Hunger, Durst. Ich habe mich eben hier hingesetzt, ein bisschen geschminkt, ein bisschen mal meine Augen grün gemacht. Mein Freund sagte, meine Augen würden dadurch ein bisschen strahlen und das fand ich cool. Genau, weil ich habe mir gedacht, so ein bisschen was, ich hatte Bock auf Farbe. Ne? Es ist so trist und grau draußen und wenn man nach Hause kommt von der Arbeit, ich arbeite ja auch immer ganz normal Vollzeit und war dann so gegen 5, 6 zu Hause. Das ist so dunkel alles. Ne? Ich fahre zur Arbeit, wenn es dunkel ist. Ich komme nach Hause, wenn es dunkel ist. Und dann möchte ich mir ein bisschen Farbe wenigstens ins Gesicht bringen. Oder ich zeige es durch Klamotten oder durch Fingernägel. Aber über meine Fingernägel brauchen wir aktuell nicht wirklich reden. Die sind ziemlich im Eimer. Und ja, wie gesagt, Degusta-Box. Kooperation. Und ich darf auch eine Degusta-Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die kommt immer so daher. Und wir haben hier halt wirklich so Food-Produkte drin, die... Also manche sind basic, manche sind aber sehr außergewöhnlich. Und ich finde, gerade jetzt ist es eine schwierige Kiste, auch mal was Neues auszuprobieren. Ne, da bin ich ehrlich. Ich persönlich kaufe mir, wenn ich in den Laden gehe, immer genau das, was ich gerne mag und was ich kenne und was ich seit Jahren schon kaufe. Und die Degusta-Box bringt einen so ein bisschen dabei dazu, auch mal was Neues auszuprobieren. Das finde ich richtig geil. Ich mache jetzt hier einmal den Klebi auf, der das Butterbrotpapier zusammenhält. Und hier haben wir allerhand Flyer und so ein Kram drin, die natürlich auch schon mal vermuten lassen, was da drin sein könnte. Oh, wir haben ja wahrscheinlich Marmitube drin. Oh, das feiere ich. Hier ist ein 5 € Rabattcode für Marmitube. Die hatten wir letztes Jahr schon ziemlich häufig drin. Ich hätte am liebsten hier drin die Kirsche oder die Brombeere. Genau, das sind die verschiedenen Sorten. Und das sind halt wirklich Marmeladen in der Tube und die schmecken ultra gut. Also das finde ich klasse, so viel zu, ne, klassische Produkte. Geil, es gibt wieder die Degusta-Box Cold. Habe ich schon mal ausgepackt, kann ich die hier oben mal verlinken. Mega geil gewesen. Die kostet 14,99 €, wenn du den Code COLDBOX eingibst. Und die wird jetzt demnächst erscheinen. Die ist halt ein bisschen spezieller, weil da, also hier in dieser normalen Box sind jetzt keine gekühlten oder kühl... die Produkte musst du nicht kühlen. Und in der COLDBOX sind dann gekühlte Produkte drin und die kommt echt gut an bei dir zu Hause. Ne? Nur für kurze Zeit, unsere treuen Kunden können sich diese Box zum Sonderpreis mit dem Code COLDBOX sichern. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Mega, mega cool. Ihr könnt hier auch mal gucken, ob mein Rabattcode funktioniert. Sollte er funktionieren, schreibt es mal in die Kommentare. Dann kann ich euren Kommentar mal anpinnen und dann, ne, könnt ihr das quasi mit der Community teilen. Das ganze Degusta-Box-Team wünscht dir fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Danke, dass du Teil des Degusta-Box-Abenteuers bist und wir dich jeden Monat überraschen dürfen. Auf viele weitere gemeinsame Überraschungen. Mega geil. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ist denn die Lady, mit der ich immer schreibe? Aber die sind hier alle sehr verkleidet. Die kannst du so nicht wirklich sehen, leider, ne? Ja, aber ist schon richtig, richtig geil. Das gefällt mir. Ne? Da hast du einmal das ganze Degusta-Box-Team. Wenn man einfach sieht, wie viele Leute da arbeiten, ne? Das finde ich klasse. Das finde ich echt toll. Also ja, vielen Dank auch an das ganze Degusta-Box-Team. Es ist eine super schöne Kooperation, die wir zusammen haben. Und es macht wirklich Freude. Ich durfte auch den Degusta-Box-Adventskalender auspacken. Habe ich hier oben auch verlinkt. Und ja, genau. Hier haben wir dann den Inhalt. Hinten drauf haben wir dann auch gerne mal Rezepte. Crispy Chicken Tacos, Neujahrsgewinnspiel. Genau, du kannst hier manchmal dann die, wenn du es halt auf Instagram postest oder so, dass du dann auch mal eine Degusta-Box gratis bekommst. Du kannst auch, wenn du dieses Freunde-Werben-Freunde-Gedönsen machst, Degusta-Points sammeln und dann auch eine Degusta-Box gratis bekommen und so weiter. Mega cool. Hier sind die ganzen Produkte jetzt aufgeführt. Das gucke ich mir gar nicht so intensiv an, aber hier sind auch die Preise aufgeführt. Und dementsprechend kann ich euch auch den Wert ausrechnen am Ende.
Du hast hier immer eine Win-Win-Situation. Das heißt, die Produkte haben einen höheren Wert als das, was du dafür ausgegeben hast. Also die sind meistens so um die 25, 30, manchmal sogar 40 Euro insgesamt wert. Und das finde ich bei Food-Produkten ziemlich krass. Sodele. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sehe schon einige coole Dinge hier drin. Ich nehme jetzt als erstes mal das draus, was ja auch rezeptmäßig hinten aufgeführt ist. Ich glaube, das machen wir uns zur Weihnachtszeit, mein Freund und ich. Das hier sind von Santa Maria Supersoft Mini Tortilla Original oder Original 200 Gramm. Hier sind 8 kleine drin und das finde ich gut. Ne, da kannst du dann mit ein paar anderen Zutaten dir einfach ein schönes Abendbrot machen oder so. Ein bisschen Hackfleisch anbraten und dann machst du halt in die Tortillas ein bisschen Salat rein. Dann machst du das Hackfleisch mit rein und dann ein bisschen Guacamole oder sonst irgendwie eine Soße mit dabei. Und dann kannst du so snacken. Wenn du geil bist, dann machst du auch noch Käse drüber und überbackst das so ein bisschen im Ofen. Mega, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Finde ich klasse. Doch, das finde ich echt cool. Und da habe ich Bock drauf. Genau, ich habe zwar keinen Urlaub während der Weihnachtszeit, aber trotzdem haben wir die Weihnachtstage, die wir tatsächlich, so haben wir uns entschieden, komplett alleine verbringen. Wir haben unserer Familie gesagt, wir möchten einfach die Zeit für uns haben und das wird uns sehr, sehr gut tun, denke ich mal. Nach dem ganzen Kram, was so einfach auch bei mir so in den letzten Monaten passiert ist in meinem Beruf. Genau, ja. 35% lower CO2-Impact. Oh, das ist auch nett, ne? Das ist durch die Verpackung. Die ist nämlich auch ganz besonders. Die ist so papiermäßig und das ist ganz, ganz dünne Plastikfolie. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwie ganz speziell ist. Keine Ahnung. Aber hier geht es jetzt um Food. Das finde ich klasse. Das gefällt mir. Das wird probiert. So, jetzt kommen wir zu einem Produkt. Das haben wir wirklich sehr, sehr häufig schon hier drin gehabt. Und das auch gleich nochmal zweimal. Ja. Habe ich aber auch schon ein paar Mal gegessen, liegt bei mir auf der Arbeit, wird immer wieder gegessen. Von Kellogg Plant Protein Crunchy Müsli. Und das ist die Variante Dark Choco and Coconut, also mit dunkler Schokolade und Kokosnuss. Ich persönlich mag sehr, sehr gerne Müsli mit Kokos. Ne? Diese Kokosraspeln da drin mag ich gerne. Bin aber kein Fan von Schokolade im Müsli. Aber naja, das ist halt immer so eine Portion, so ein Frühstück. Ne? Das kann ich mir auch einfach gönnen. Das ist in Ordnung. Bisschen Milch dazu und fertig. Und es ist halt jeweils für eine Bowl, eine Schüssel. Ja, genau. Aber da habe ich echt schon viele von. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal in Originalgröße irgendwo gehabt. Ich weiß es auch nicht. Ne? So, was haben wir hier? Santa Maria, vielleicht passend zu den Tortillas, ich weiß es nicht. Seasoning Mix for Crispy Chicken. Let's have Tex-Mex tonight. Würzmischung für Hähnchenfleisch, okay. Dann kannst du dir quasi für deine Tortillas irgendwie so Hähnchenkram dazu bereiten. Ich bin ja nicht so Fan von Fixen in der Degusta-Box, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie das... Entweder möchte ich hier super ungesund mit dieser Box essen, das heißt, dass ich da irgendwie so fette Kuchendinger drin haben möchte, oder ich möchte super gesund hier essen. Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie, ich bin merkwürdig, ne? Aber das ist so meine Einstellung. So, und das hier ist halt ein Produkt, wo du irgendwas mit beimachen musst. 400 bis 500 Gramm Hähnchenschenkel, 700 Gramm Blumenkohl, ein Esslöffel Öl und ein Päckchen hiervon. Und dann machst du die Hähnchenfilets, den Blumenkohl in etwa 3x3 cm große Stücke und in eine Schüssel das Öl und die Gewürzmischung dazu, gut umrühren und dann in ein Backblech. Okay, das geht eigentlich, ne? Und dann, oh, ich kriege gerade echt Hunger darauf. Und dann kannst du es einfach garen, 15 Minuten im Ofen und dann kannst du es in die Tortillas machen und dazu noch rampampam. Ja, gut, komm, ne? Mal gucken, ob wir da Bock drauf haben. Next one. Oh ja, das ist, glaube ich, jetzt hier, ja, ist hier auch markiert als das Produkt des Monats. Und zwar von Alpia. Cookies and Cream. Leckerer Keks umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. Von Alpia. Mhm. Ach, die probieren wir jetzt aber mal. Ich möchte hier ja auch was probieren. Und das ist auch wohl neu. Also, wie gesagt, mir fällt sowas im Laden nicht auf. Weil ich auch noch so selten im Laden gehe, bin ich auch ehrlich, ne? So schauen die aus. Sehr unregelmäßig halt einfach, aber das sind dann einfach Keksstückchen, die mit Schokolade überzogen wurden. Lecker. Mmh. Kann ich einen so anbeißen? Mmh, guck mal. Das sieht aus, als wären da irgendwie so Oreo-Kekse oder sowas drin, ne? Mmh. So hell, ups, hell und dunkel. Lecker. Und ich mag gerne sowas
keksiges, Quatsch, sowas Süßes und ein bisschen was Salziges oder sowas. Das mag ich gerne in Kombi. So, als nächstes haben wir hier etwas. Das meinte ich, die werden jetzt auch probiert. Von Pagen. Gifla. Schoko-Karamell-Flavor. Ne? Das sind halt so geile Teile. Oh, so ungesund, aber so, so hammermäßig. Die sind jetzt hier so einzeln drin, die werden aber ruckzuck auf sein. Und das sind dann halt so Rollviecher. Super weich, ne? Der ist soft. Das ist hier so ein bisschen Mukbang, oder? Weiß nicht, würde ich sagen. Mega. Boah. Cremige Füllung. Oh, so tasty. We know it's impossible to open a bag of Gifla and only take one. It's as if there is something magical that attracts you. Again and again. But there is no magic, just irresistibly tasty Gifla with delicious curly swirly fillings made in bite size to allow you to easily sneak another or share if there are any left. Ja, ja, das ist schon mal eine Beschreibung, ne? So nach dem Motto, es ist einfach unmöglich, dass du nur einen einzigen davon isst und vielleicht gibst du was weiter, vielleicht aber auch nicht. Und das ist alles total mundgerecht gemacht, dass du wirklich ein Haps, ein Mund, ein und die sind wirklich lecker. Ich finde die auch nicht zu süß, um ehrlich zu sein. Diese Schokokaramell, da werde ich meinen Freund auch gleich glücklich mitmachen, ne? Oh. Wir brauchen jetzt irgendwie was zu trinken. Hier ist eine Flasche. Oh Gott, die ist aber riesig. Trinkste mit nur 4% Zucker. Ja, komm, nach denen ist mir das... Ja gut, aber das ist halt dann wieder das Gesunde, ne? Bio-Räubusch-Tee mit Kirsche. Von Kindworth. Nein, Kleindworth. Das ist so geil. Das ist eine riesengroße Flasche. Erinnert mich von der Form her so ein bisschen an die Flaschen, die man halt bei Omi gekriegt hat, ne? Also, oder die damals auf dem Tisch standen. Und da wir zum einen so jung nicht nochmal zusammenkommen, nee, muss ich ja nicht, gar nicht, ist ja mit Tee, ne? Und zum anderen ich einfach kein Glas hier habe, trinke ich einfach aus der Flasche. Und dann sage ich einfach mal in diesem Sinne, Prost, meine Damen und Herren. Hast du gedacht, ich trinke die ganze Flasche weg? So lange kann ich echt nicht die Luft anhalten, ne? Oh, aber ich würde am liebsten, weil das ist echt lecker. Der Geschmack ist sehr dezent. Es ist ein Liter drin. Aber es ist wirklich, wirklich angenehm. Du hast diesen leichten Geschmack von diesem Räubusch-Tee. Die Kirsche schmeckt man nur ganz, ganz minimal raus. Aber es ist super erfrischend. Oh, ich mag das. Das finde ich gut. Hätte ich auch wirklich im Laden nicht zugegriffen. Da bin ich ja wirklich ehrlich, ne? Das finde ich gut, ne? Ne? Lang sind das alles so Produkte, die man ganz gut im Weihnachtsurlaub gebrauchen kann, ne? Theoretisch oder so zur Weihnachtszeit. Auch, dass man so leicht zimtig, ein Hauch von Zimt quasi mit dabei hat oder Karamell oder sowas, passt für mich sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt hier das nächste Produkt, wo ich auch gesehen habe, das hätte ich erst genommen eigentlich, aber dann habe ich ja das Getränk haben wollen. Das ist auch was Spektakuläres, weil es eine Limited Edition von Twix ist und zwar mit Spekulatiusgewürz. Das ist halt auch mal was anderes, aber ich esse aktuell so gerne Spekulatius. Ich habe letztens vom Bäcker wirklich ein großes Teil geholt, also einen großen Pack, ne, mit Spekulatius, die dann halt beim Bäcker gemacht worden sind. Habe ich mitgenommen, als ich mir in der Mittagspause mal ein Brötchen geholt habe. Und die waren nicht günstig. Ich glaube, die haben irgendwie auch 3 Euro oder so gekostet und somit ja deutlich teurer als die regulären, die man so kennt. Und ich fand die wirklich lecker. Und dann habe ich die bei uns auf dem Wohnzimmertisch gestellt, weil ich dachte, ja, ne, die kannst du dir zwischendurch mal gönnen, aber die möchtest du jetzt nicht die ganze Zeit so wegessen, als gäbe es keinen Morgen mehr, wie die normalen Spekulatius, die halt auch einfach ein bisschen günstiger sind. Heißt, ich habe mir das bewusst nicht an meinen Schneidetisch gestellt, was eigentlich unser Esstisch ist. Ja. Aber es gibt Menschen bei uns im Haushalt, die dann ja ganz normal da an diesem Tisch sitzen und sich dann diese Packung nehmen und die essen und essen und sich gedacht haben, boah geil, ziemlich lecker, ne? Komme ich da hin und sehe, dass diese Packung fast leer ist. Ich sage, Mensch, Schatz, also, ne? Was hast du denn da angestellt? Ja, mir ist auch ein bisschen schlecht. Unglaublich, Leute.
unglaublich. Ich sag euch das. Da holt man sich etwas ganz Spezielles, mal ne, auch ein bisschen hochwertiger und dann zack, denkste. Naja, aber jetzt habe ich hier meinen Twix mit Spekulatiusgewürzen, da bin ich mal gespannt, ob das meine ganz eigene und persönliche Geschmacksexplosion ist und bleiben darf. Sieht einfach aus wie ein Twix, ne? Was willst du da groß jetzt zeigen? Mhm. Das schmeckt echt wie Spekulatius, als wäre dieser Keks, der hier drin ist, ein Spekulatius. Das ist super lecker. Mhm. Wird gleich aufgegessen. So, was haben wir jetzt? Ja. Es ist Alkohol. Ich trinke gelegentlich Alkohol, aber nicht wirklich häufig. Also, wenn es hochkommt, 2-3 Mal im Jahr wirklich, ne? Mhm. Ja, das hier ist jetzt von Bitburger, der Winterbock. Der hat 7% Alkohol und 16,8% Stammwürze. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und ich denke auch, dass wir uns den Weihnachten vielleicht einfach mal teilen werden oder so, um den mal zu probieren. Mache ich jetzt aber definitiv nicht auf. Das ist ein helles Bockbier mit 0,5 Litern. Das ist halt echt so ein Oschi, ne? Das ist Wahnsinn. Normalerweise hat Bier, glaube ich, 4,8%. Ich möchte dazu sagen, dass Bier natürlich jetzt in dieser Box, wie soll ich das sagen, eigentlich ganz nett ist. So, weil die Bierindustrie hat natürlich jetzt ein riesengroßes Problem, dadurch, dass halt Corinna unterwegs ist und wir jetzt den Lockdown auch wieder haben, dass wir einfach nicht mehr Bier trinken und wie auch immer. Und da ist echt eine ganze Industrie, die da dran zu knapsen hat. Deswegen ist es cool, dass es auch mit hier in der Box drin ist und das ist für mich auch eine Art von Support, ne? Gut, die können jetzt hier nicht irgendwelche Sachen von der Eventindustrie oder sowas reinmachen, weil es gibt so viele Industrien, die jetzt gerade richtig am Boden liegen. Und irgendwo ist es dann für mich auch ein Stück weit Support. Man kann sich ja auch alkoholfreies Bier holen, sage ich jetzt einfach mal, ne? Aber es gibt sehr, sehr viele Probleme einfach in der Hinsicht. Also von daher habe ich letztens noch einen Artikel gelesen, deswegen kommt mir das gerade so in den Kopf rein. Ist es irgendwie ein Herzensprodukt, ne? Andererseits, wenn ich mir das trinken werde, werde ich aber auch ganz schön herzlich unterwegs sein. Bin ich ehrlich, weil dieses Jahr ist sowohl mein Geburtstag als auch der von meinem Freund eher so ungefähr gar nicht gewesen, ne? Also konnte man nicht wirklich feiern. Also das wären eigentlich die Momente gewesen, wo man sich vielleicht mal eingetrunken hätte. Ein Bierchen oder ein Whisky oder so. Ja, aber ich glaube, zu Weihnachten gönnen wir uns dann wirklich mal einen Winterbock. Ja, so ein würziges Bier ist irgendwie auch ganz witzig, ne? Mal probieren. So, hier habe ich etwas von Vegans. Snackbar Cocoa. Das ist ein glutenfreier Riegel, würde ich jetzt mal sagen, mit 30 Gramm. Mit Kakao. Mit veganem Kakao. Und dann scheinbar mit Pekannüssen oder so oder Cashewkern. Bio-Dattel-Cashew-Riegel mit Kakao und Matcha-Wurzelpulver. Oder Maca-Wurzelpulver. Komm, wir probieren das mal. Ich mag ja eigentlich diese Riegel wohl ganz gerne. Das sieht auch ganz angenehm aus. Ja, wer jetzt gedacht hat, da kommt jetzt mega der Schokoladenüberzug, der irrt natürlich, ne? Riecht halt ein bisschen herber durch die Dattel. Man hat ein bisschen mehr zu kauen, das ist auch nicht mein Favorit. Na, kenne ich bessere. Aber wird trotzdem gegessen. Wir haben ganz schön viele Produkte dieses Mal in der Box und das finde ich mega. Hier haben wir was Spektakuläres und zwar zwei Tütchensoßen von Made for Meat. Von Kühne. Made for Meat Chipotle Burger Style. Genau, das ist ein Free Sample. Ich weiß nicht, ob das hier preislich aufgeführt ist, aber ne, das kann man ja mal probieren. Das ist halt auch wirklich eine Probiergröße. Das ist nicht preislich aufgeführt, genau. Und dann haben wir noch ein Free Sample von Smoked Pepper Barbecue. Mhm. Ja, sowas sind halt eher so Sachen für meinen Freund. Der mag halt gerne dieses Rauchige, ne? Und Chipotle ist, glaube ich, ganz schön scharf, oder? Ja. With Chipotle Chili and Gherkin Relish. Keine Ahnung. Ja, wir werden verwöhnt zu Dezember. Zum Dezember. Bad Heilbrunner Mate pur. Das ist ein Tee. Klassischer Mate-Tee aus Südamerika. Kräftig pur. Das muss ich echt mal probieren. Ich bin ja bislang bei Mate nie so mit warm geworden. Ne? Ich hatte mal einen Azubi auf der Arbeit.
Der hat auch dieses Mate getrunken, einfach um wacher zu werden, so als Alternative zu Kaffee. Der hatte irgendwie so einen Gesundheitstrip, ich habe keine Ahnung. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, könntest du vielleicht auch mal ausprobieren. Aber ich bin da noch nie so drauf eingegangen, muss ich gestehen. Ich hatte irgendwann mal so Mate irgendwo mit drin gemischt und das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ich glaube, als Pulver hatte ich das doch mal irgendwo, ne? Ja, das fand ich nicht so geil. Aber als Tee muss ich mal gucken, weil dann hast du halt nicht diesen sandigen Geschmack im Mund, ne? Dann muss ich mal ausprobieren. Boah, es geht hier immer noch weiter. So, jetzt haben wir hier die Marmitube. Und zwar habe ich die Himbeere bekommen. Ja, die Himbeere ist auch ganz lecker. Boah, ist die riesig, ne? 220 Gramm sind hier drin und mit Marmelade werde ich immer sehr gut versorgt von der Degusta-Box. Das ist sehr, sehr praktisch, denn ich esse jeden Morgen ein Brot, was ich in der Mitte durchschneide. Die eine Seite esse ich süß, da nehme ich meistens Marmelade für oder Honig. Und auf der anderen Seite herzhaft. Da habe ich aktuell auch einen Linsenaufstrich, den ich auch in der Degusta-Box drin hatte. Mega cool. Und jetzt habe ich wieder Nachschub. Und das hält sich halt auch Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren oder so. Ich habe die Degusta-Box ja schon eine ganze Weile, dass sie bei mir einzieht. Ne? Erst hatte ich die selbst im Abo und dann hat die Degusta-Box meine Unboxings gesehen. Fand das cool und hat gesagt, komm, wir arbeiten zusammen. Fand ich großartig. Und deswegen bekomme ich sie dann halt jetzt immer geschickt. Auf jeden Fall. Vor 1-2 Jahren ungefähr. Ich glaube, es war vor 2 Jahren. Oder war das letztes Jahr? Ich weiß es nicht. Haben wir ein Weihnachtsfrühstück gemacht. Und da habe ich auch eine Marmitube so auf den Tisch mit hingelegt. Und das war an dem Tag, wo die Familie von meinem Freund nämlich zu Besuch gekommen ist. Und da hatte nämlich meine Schwägerin ins Spiel die Marmitube auch in der Hand und hat das total gefeiert. Die fand das mega cool. Und ich glaube, da hatte ich sogar 2 verschiedene und die mochten die alle erst nicht aufmachen, weil die so schön aussahen. Ne? Ja, es ist halt echt cool. Aktuell jetzt leider nicht so möglich, ne, dass man das in dem Umfang feiert, wie man damals Weihnachten oder Ostern oder sonst irgendwie gefeiert hat. Es kommt aber alles wieder, Leute. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Und ja, ist eine schöne Geschichte, wenn man halt so ein Frühstück macht. Oder man legt es halt nur für sich und seinen Partner auf den Tisch. Das finde ich auch ganz schön. Oder für sich selbst, das geht auch, weil die einfach hübsch ist. Ja, das wollte ich nur als Story mit erwähnen. Heute erzähle ich sehr viele Geschichten. Das wird ein recht langes Video. Ich finde es okay. Und hier? So, ein bisschen was haben wir hier noch. Oh, das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Und zwar haben wir von Dr. Oetker Kokosblütenzucker drin. Mega geil. Also ohne Witz, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Meloflori hatte das letztens mal erzählt, dass die Kokosblütenzucker sich kauft und das dann anstelle von weißem Zucker verwendet. Habe ich da mal nachgeguckt und habe dann aber im Bio-Bereich geguckt, weil ich wusste nicht, dass Dr. Oetker sowas auch hat. Fand das so teuer und habe mir gedacht, boah, nee. Und jetzt habe ich es hier. Das werde ich ausprobieren. Natürlich, wieder verschließbar. Mega gut. Das freut mich und das ist neu. Also jetzt auch bei Dr. Oetker im Sortiment. Mega cool. 200 Gramm sind hier drin. Und sein natürlich Kokosblütenzucker zeichnet sich durch einen charakteristisch malzig-karamelligen Geschmack aus. Passt jetzt ja zur Weihnachtszeit. Kokosblütenzucker wird nicht raffiniert und behält dadurch seine braune Farbe. Unser natürlich Kokosblütenzucker ist vielfältig einsetzbar beim Backen für Dessert und Getränke. Ja, für einen Kaffee kann ich mir das auch gut vorstellen, ne? Vor allem jetzt so Richtung Weihnachten. So ein Kaffee mit Karamellnote oder so finde ich auch ganz nice. Also mega. Last but not least haben wir hier etwas richtig Cooles drin und zwar von Rama ein Chiliöl mit, zum Dippen verfeinern und marinieren. Und ja, das ist dieses hier. Und ich mag so gerne verschiedene Ölsorten. Ich feiere das ja immer hart. Und hier unten drin, das sieht man auf der Seite wahrscheinlich besser, hast du richtig diese Chili-Flocken drin. Das finde ich klasse. Muss man dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist ja eigentlich ist es ja schon darin eingezogen. Ne? Muss man gar nicht schütteln. Das ist ja okay, wenn es unten absinkt. Finde ich auch cool. Auch an sowas wäre ich tatsächlich im Laden vorbeigerannt. Deswegen bin ich immer super froh, wenn wir sowas in der Degusta-Box drin haben. Und mein Freund ist auch super gerne, ich sage sehr oft super, mein Freund isst sehr gerne scharfes Essen. Und ja, das kann ich mir auch gut zu den Tortilla-Wraps vorstellen. Mega. Mensch, das war eine richtig geile Box. Ist die jetzt wirklich leer? Oh, schade. Mehr. Nein, die war echt gut. Also da hat mir der Inhalt wirklich gut gefallen. Und letztes Mal war ich echt enttäuscht. Dieses Mal bin ich mega glücklich. Und ja. Denkt auf jeden Fall dran, ihr könnt in diesem Video eine Box gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox und ich habe einen Gutscheincode. Auch den habe ich euch in die Infobox geschrieben und vielleicht auch nochmal eingeblendet, ich weiß es nicht. Ja, finde ich geil. Ich finde die Box richtig geil. Ich habe, also vor allem feiere ich natürlich diese Backen, Viechen, Rollen. Oh, die werden gleich vernichtet. Ja, ihr Lieben, ja.
Claudi, komm runter. Ich bin gerade zu aufgedreht. Ich bin wirklich glücklich, dass diese Box jetzt wieder, ne, dass die wieder einen rausgehauen haben, denn ich war letztes Mal so enttäuscht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!